Erst einmal auch von mir herzlich willkommen. Ich bedanke mich auch bei der Gebietsbetreuung, dass ihr diesen Kreiselspaziergang heute organisiert habt. Wir als Bezirk bemühen uns ja in letzter Zeit massiv neue Impulse im Bezirkszentrum auch zu setzen. Und ein ganz wichtiger Mosaikstein für diese neue Impulse ist auch die Initiative Gemeinsam für Floridsdorf, die Blocksanierungskampagne, die aus dem Wohnbauressort vom Herrn Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig hier für unser Bezirkszentrum organisiert und auch aus diesem Budget finanziert wird. Im Zuge des Kreiselspazierganges stellte Floridsdorfs Bezirksvorsteher Georg Pappey die Initiative Gemeinsam für Floridsdorf vor. Es ist eine erste große Sanierungsoffensive in Floridsdorf. Hier wird gezeigt, wie die Stadt mit einer Blocksanierung ein Viertel in Floridsdorf wiederbeleben will. Kann eine Blocksanierung, welche Chancen stecken auch für den Bezirk da dahinter? Da geht es vor allem darum, in den Gebieten sich anzuschauen, die Häuser, wo kann man zusätzlichen Wohnraum schaffen, also sprich Dachgeschossausbau, wo kann ich aber auch Kategorieverbesserungen. Ziel ist es, zwei große Blocksanierungen, 11 Baublöcke mit insgesamt 180 Liegenschaften unter engerer Einbeziehung der lokalen Bevölkerung und der Wirtschaftstreibenden umzusetzen. Die Kosten sparen, also das ist so alles das Hauptgeschäft der Blocksanierung. Es geht also praktisch um die Bausubstanz. In dem betroffenen Gebiet leben derzeit rund 3510 Menschen. Privatbestand sind hier auch mit Maßnahmen eine Verbesserung zustande zu bringen. In der ersten Phase werden die Bewohner und Liegenschaftseigentümer zu den Sanierungen befragt. In weiterer Folge will man zu den Zielen und den Abläufen der Blocksanierung hinsichtlich Förderungen beraten und informieren. Stärker auszugestalten, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass er auch noch mehr zum Zeitgleich sollen dann Konzepte ausgearbeitet werden. Anfang 2015 ist mit der Umsetzung geplant. Einige Punkte, aber es ist auch ein wenig eine Verzahnung oder eine Verschränkung, um das Positive herbeizuführen. Eines der großen Problemgebiete ist das Gebiet rund um den Floridsdorfer Bahnhof, das täglich von rund 30.000 Menschen frequentiert wird. Hier wird dringend ein neuer Anstrich benötigt. Blendende Dach, egal ob ich in der Großfeldsiedlung, in Stammersdorf. Derzeit lädt das Gebiet rund um den Bahnhof, das Amtshaus oder dem Floridsdorfer Markt nicht wirklich zum Flanieren, Einkaufen oder zum Verweilen ein. Durch das gezielte Umsetzen der Konzepte soll dies erreicht werden. Es ermöglicht, dass Konsumentinnen und Konsumenten wieder stärker im Bezirkszentrum einkaufen und durch diesen Bedarf erhoffen wir auch, dass natürlich dann noch wieder Geschäfte, die leider heute halt beinharte Rechner sind mit dem Rotstift und am Schluss schauen, zeigt sich diese Filiale aus oder nicht, aber dass die dann auch wieder neuen Gefallen oder neue wirtschaftliche Rentabilität rund ums Bezirkszentrum stattfindet. Umso mehr freue ich mich, dass der Stefan Ohmacht von der Gebietsbetreuung schon das Feinspitzsackerl trägt. Angeschlossen haben als Einkaufsgemeinschaft, die auch Feste veranstalten am Schlingermarkt, praktisch eine Einkaufsinteressensgemeinschaft der Kleinunternehmer rund um den Spitz, denn die Nahversorgung ist für uns natürlich ein ganz ein wichtiger Faktor, der auch zur Lebensqualität. Aber so, wenn man von der Also hier würden wir nur kurz ein paar Sachen erwähnen. Also prinzipiell geht es darum, wie schnell die Stadt sich ändert. Also wenn Sie das also grüne Haus anschauen, und dieses Foto habe ich noch immer heute von Google Map runtergeladen. Es ist noch immer das alte Haus, was da gestanden ist. Also es ist unglaublich, wenn man das anschaut, wie viele Häuser da in den letzten zwei, drei Jahren. Angefangen habe ich selber mit einer Halbtagskraft, also darauf bin ich halt so stolz. Und ja, es macht Spaß und ich glaube auch, dass eben da die Gegend
weil viele sagen, ja, da stirbt alles und das wird immer weniger und schlechter. Also ich glaube, dass da wahnsinnig viel Potenzial ist für junge Leute, dass da wieder Mut und Motivation kriegen, dass sie sich selber herstellen und mit dem, was halt jeder gelernt hat, dass man das auch anbietet, weil es gibt viele, viele Leute, die das gerne hätten. Und man kann, glaube ich, schon ganz gut leben. Also ich habe so aus eigener Erfahrung, kann das sagen, es ist super. Und ich bin heilfroh, dass ich mich zu dem Schritt durchgerungen habe, obwohl da am Anfang auch von allen Seiten die Zweifel waren. Und also mir viele abgeraten haben und gesagt haben, sagst du wirklich, was du tust und so. Und ich habe gesagt, nein, weiß ich nicht, aber ich möchte es gerne wissen. Und ich mache das jetzt. Und es ist wunderbar. Also ich kann es nur weiterempfehlen und versuche da auch meine jungen Lehrlinge und Mitarbeiterinnen da zu motivieren und ihnen zu zeigen, dass nicht nur große toll sein können, sondern eben auch mal als kleiner wirklich in einer entspannten Atmosphäre arbeiten kann, mit einem sehr kollegialen Verhältnis, wo eben nicht so eine steile Hierarchie ist, wo man jeden Tag Angst haben muss, wie lang bin ich noch dort oder muss ich dann nach links fahren jeden Tag oder was weiß ich, irgendwelche Sachen, was man so von anderen hört. Das haben wir da eigentlich gar nicht. Und deswegen also bin ich sehr stolz und sehr froh, dass ich da bin. Ein relativ neues Buch und es ist wirklich ganz, ganz toll. Es hat hinten so ein bisschen statistische Daten, Fakten, Zahlen. Dann im mittleren Teil so ein bisschen Wissenswertes, Interessantes und Sehenswertes aktuell aus dem Bezirk. Und ganz vorne Entstehung der Bezirksteile, Geschichte und Historie. Und wirklich kurzweilig geschrieben zu jeder Geschichte. Ein Foto und nur ein kurzer Artikel. Und da wird niemanden fad, ob es jetzt der perfekte Historiker und die Historikerin ist. Oder ob es nur der verliebte Hobby-Floridsdorfer oder die verliebte Hobby-Floridsdorferin ist. Es ist wirklich für jede Frau und jeder Mann geschrieben. Dieses Hauses seit 1977. 1977 und damals habe ich verstanden, war die Fassade vorne auf der Straße ganz glatt. Wie es noch im Krieg üblich war, man hat es einfach entfernt, weil es bequemer und pflegeleichter war und hat überhaupt keine Rücksicht genommen auf optische Situation oder Ensemble. Wobei wir in der Schweigergasse immer schon zwei oder drei schöne Häuser gehabt haben, wo das nicht so war, dass das abgeschlagen worden ist. Und daran habe ich mich orientiert. Und ich habe halt auch gefunden, das passt besser zu so einem alten Gebäude, wenn das entsprechend auch an der Front ausschaut, wo man nichts hat, der Front zwar, aber es ist eine Freude, nach Hause zu kommen. Und das hat man wahrscheinlich auch früher deshalb gemacht, dass man das mit so Verzierungen versehen hat, dass der erste Stock, das war der Hausherrenstock üblicherweise, besonders hervorgehoben hat und so weiter. Jetzt wohnen Sie wahrscheinlich ganz oben, ne? Jetzt wohne ich ganz oben, das war aber ein zweiter Schritt. Jetzt sind Sie im ersten Schritt haben wir das Haus nur renoviert. Da sieht man noch das alte Gesims vorne an der Straße. Das war die Gebäude, die draußen kannte. Und wir haben damals Gott sei Dank Unterstützung gekriegt von der MA 7 bzw. 19. Es wäre sonst nicht möglich gewesen. Die Kulturabteilung der Stadt Wien. Es wäre mir sonst nicht möglich gewesen, das erstens so zu entwerfen, die Fassade, und zweitens auch zu finanzieren. Das heißt, ich habe da ungefähr 40% an Förderungsmitteln gekriegt damals. Von wem haben Sie die 40% Förderung? Von der Stadt Wien. Ich bin der Enrico. Ich wohne da seit dem 15. Dezember 2012. Und das Haus ist saniert worden. Es ist alles gemacht worden mit tollen Schallschutzfenstern, mit einer tollen Isolierung. Das Haus ist eigentlich sehr angenehm, ruhig. Der Garten ist super. Und die Nachbarn verstehen es eigentlich alle. Es ist
sozusagen ein Traum, da zu wohnen, weil es wirklich schön ist. Der Vorteil, da zu wohnen, ist, dass am Nachmittag im Garten kein Sonn mehr ist. Das heißt, im Schlafzimmer ist es kühl, angenehm zum Schlafen. Und es ist auch auszuhalten, heraus zu sitzen im Sonnen. Hallo, schön, dass Sie auf TV 21 sind. Mein Name ist Stefan Ohmacht, Leiter der Gebietsbetreuung Stadterneuerung Floridsdorf. Und im Auftrag der Stadt Wien haben wir heute gemeinsam mit Herrn Bezirksvorsteher Georg Pappe den Grätzl-Spaziergang zu gut sanierten Wohnhäusern und interessanten Geschäften am Floridsdorfer Spitz unternommen, mit vielen interessierten Teilnehmerinnen, mit vielen interessierten Fragen, und werden am 25. September 16 Uhr vom Amtshaus aus startend diesen Grätzl-Spaziergang Stadterneuerung wiederholen.